Liebe Schwestern und Brüder, es ist eine durchaus mutige Frage, die wir stellen, wenn wir sagen, was sagt uns der heilige Martin heute? Da wir in den letzten Jahren damit beschäftigt sind, wenigstens die letzten Reste seines Brauchtums zu retten, eines Brauchtums, das diesen Tag des heiligen Martin, interessanterweise ja nicht sein Sterbetag, sondern sein Begräbnistag, mit diesen alten Rhythmen des Jahres verbindet und daraus erwächst viel Brauchtum. Also wahrscheinlich hat man ja bewusst den Sterbetag des Martin, nicht den Sterbetag gewählt, sondern seinen Begräbnistag, den 11. November, weil es im alten bäuerlichen Jahr ein wichtiger Tag war, ein Zinstag. Dazu kommt der Beginn der alten gallischen Fastenzeit. All das verbindet sich mit diesem Tag. Aber wenn wir einmal das ein wenig beiseite lassen, so wichtig das ist und so stark die Prägung ist, wenn wir wirklich einmal fragen, was ist die Botschaft des heiligen Martin denn für heute? Dann sind wir sehr schnell natürlich bei dem, was wir im Evangelium hörten. Bei dieser kleinen, winzigen und doch so wirksamen großen Geste der Teilung des Mantels. Und darauf reduziert sich heute alles. Das ist ein bisschen schlicht und eigentlich auch ein wenig unehrlich. Denn natürlich fällt Martin im Sinn des Evangeliums noch unter diese Gruppe. Die, die da vor dem Richterstuhl Christi versammelt werden, sind alle Völker, das heißt die Heiden. Das sind nicht die Christen. Es geht also gar nicht um das Gericht über die Christen. Wenn wir heute sagen also, das, was Jesus da aufzählt, ist das Wichtigste zu tun, gehen wir auf einen heidnischen Level zurück. Das ist ein bisschen wenig. Bei den Christen muss schon mehr kommen. Das ist viel zu wenig. Nachdem Martin noch nicht einmal getauft ist, als er so handelt, trifft dieses Evangelium besonders gut zu. Was also ist die Botschaft des Martin? Wie gesagt, wenn wir darum ringen, noch wenigstens und oft genug nur den Anfang dieser Legende zu retten, um sie Kindern irgendwie beizubringen, manchmal geglückt oder weniger geglückt, vergessen wir den ganzen Rest des Martinus. Martin ist eine Gestalt, gerade hier in unserer Gegend, der eben nicht mit dem Mainstream geht. Und vielleicht ist das die stärkste Botschaft des Martinus. Und wenn wir ihn so oft im Munde führen, sollten wir uns vielleicht einmal daran orientieren und davon inspirieren lassen. Zu einer Zeit, als hier in der Kaiserstadt Trier der Klerus gerade noch, und man kann das menschlich verstehen, die Verfolgung in den Knochen hat, auch wenn sie es selber gar nicht mehr erlebt haben. Aber das ist ja je nach Herrscher immer ein Hin und Her, ein Auf und Ab für die damaligen Christen. Als man beginnt, sich richtig breit in die Sessel zu drücken und zu etablieren, kommt Martin mit einer ganz anderen Idee. Er steht vollkommen quer zu dieser Bewegung. Er ist inspiriert von den ersten Mönchen, die es hier gibt auf der Insel Naran. Er ist inspiriert vom ägyptischen Mönchtum, das in Europa auch seine Attraktivität entfalten wird durch die Vita, die Athanasius schreibt, die Vita des heiligen Antonius. Davon ist er inspiriert. Das versucht er umzusetzen und dadurch entsteht eine ganz neue Form der Pastoral. Während man in diesem allmählich ins Wanken kommende Römische Reich versucht, wenigstens das Stadtchristentum weiter als Establishment zu halten, ist er der Erste, der an den Rand der Stadt zieht und an die Leute draußen denkt, auf den Gehöften, in den kleinen Dörfern. Deshalb siedelt er auf der Grenze zwischen Stadt und Land. Und natürlich kann man geschichtlich viele Argumente bringen und sagen, naja, er war der Hausheilige der Merowinger und die Karolinger haben ihn dann auch ganz groß gemacht. Wir kennen alle diese Versuche, politisch Heilige zu instrumentalisieren. Sie sind selten von Gelingen gekrönt. Aber die Menschen, der sogenannte Sensus Fidelium, das Empfinden der Gläubigen, sie haben ihn verstanden.
Die Kirche braucht nie, um kraftvoll zu sein, ein gesichertes Establishment. Sie braucht keine Bischöfe, die sich feist in die Sessel drücken. Auch keine Priester, auch keine Gläubigen, die das tun. Was sie braucht, ist einen wachen Geist. Und der steht manchmal ganz quer zu dem, was wir heute Mainstream nennen. Martinus findet seine Anhänger. Und wenn er bis heute seine Verehrer findet, sollten wir in all dem, was wir auch derzeit diskutieren, einmal bei ihm die Anleihe nehmen. Und zwar nicht nur, aber vielleicht ist das ein erster Schritt, uns von dem ersten Teil dieser Martinserzählung von Sulpicius Severus inspirieren lassen, von der Mantelteilung. Aber wir sollten dann auch ehrlich sein. Wir sind inzwischen, wenn uns das so fasziniert, auf einem heidnischen Level angekommen. Aber eigentlich sind wir unterwegs von Martin gedrängt, wie er, Christ zu werden und es dann auch wirklich glaubhaft zu sein.